Wir haben mal wieder etwas Neues für euch ausprobiert. Dieses Mal die App von Hundeo, mit der ihr und euer Vierbeiner sicher sehr viel Spaß haben werdet. Unsere Registrierung und die Anmeldung der Hunde verlief super einfach. Die allgemeine Bedienung der App stellte sich als kinderleicht raus und das Design ist freundlich. Anfang tut das Ganze mit einem Tagesplan. Hier gibt es ein Quiz des Tages, ein Rezept, ein Spiel, einen Trick und einen Kurs des Monats. Ansonsten kann man aber auch aus anderen Kategorien wählen. Schaut man sich zum Beispiel die Tricks an, sieht man eine Vielzahl an verschiedenen Angeboten. Da jede Anleitung mehrere kleine Schritte hat, die alles haargenau erklären und außerdem noch Erklärungsvideos, sollte es nicht schwer sein, so einen Trick einzustudieren. Wie einfach das Ganze aber wirklich ist, wollten wir ausprobieren. Norma und ihre Hündin haben sich direkt mal ans Werk gemacht. Am Anfang schien das Ganze noch wie eine große Herausforderung, doch schon nach einiger Zeit hat man erste Erfolge sehen können. Durch öfteres Wiederholen und viel Üben ist der Trick nun fast so selbstverständlich wie Sitz und Platz und wurde damit erfolgreich einstudiert. Mich hat besonders die Kategorie Rezepte interessiert. Hier kann man aus verschiedenen Sachen wählen: Kekse, Snacks, Eis, Torten, Barfen, Gekochtes und was zur Beschäftigung. Nach kurzem Stöbern habe ich mich für ein zunächst einfaches Rezept entschieden. Die Käsekekschen sollen als kleinen Snack für meine Hunde dienen. Alles, was man dafür braucht, ist ein bisschen geriebener Käse, glutenfreie Haferflocken und zwei Eier. Alles zusammen wird in eine Rührschüssel gegeben. Hat man die drei Zutaten gut zusammengemischt, kann man sie nun in Form bringen. Hat man Förmchen oder Keksausstecher, kriegt man das sicher schöner hin als ich. Aber für mich sollten es erstmal Kügelchen sein. Diese kamen dann in den Backofen und mussten danach abkühlen. Dann konnte ich sie an meine Hunde weitergeben. Den Test haben sie auf jeden Fall bestanden. Beide Hunde liebten die Käsekekschen und es war eine nette Abwechslung zu den fertigen Snacks, die sie normalerweise bekommen. Allerdings wollte ich auch gerne mal ein Spiel ausprobieren. Also habe ich mir meinen kleinen Jack Russell genommen und bin mit ihm raus in den Park. Bei Hunde-Ninja balanciert der Hund über einen Baumstamm. Da mein Hund etwas älter und kleiner ist, habe ich mich für eine niedrige Bank entschieden. Zunächst hatten wir noch ein paar Schwierigkeiten, aber nach einiger Zeit ging Huma wie von selbst über die Bank. Was uns auch sehr gut gefallen hat, war der bereits integrierte Klicker für das Klickertraining. Auch Norma wollte sich die Gelegenheit, ein neues Spiel zu entdecken, nicht entgehen lassen. Schließlich entschied sie sich für die Schatzsuche. Das Spiel fängt damit an, dass man ein Leckerli in ein einzelnes Zewer einwickelt. Jetzt legt man es auf den Boden und der Hund muss das Leckerli aus dem Zewer befreien. Als zweiten Schritt macht man das Ganze nochmal, doch dieses Mal kommt das Zewer mit dem Leckerli in einen Karton. Für den nächsten Schwierigkeitsgrad macht man dasselbe nochmal, doch dieses Mal kommt Zeitungspapier mit rein, um es dem Hund etwas schwieriger zu machen.
Hat der Hund nun auch den letzten Schritt geschafft, geht es weiter zum schwierigsten Teil. Das Zewa mit Leckerli wird zwischen vielen Zewas ohne Leckerli versteckt. Der Hund muss sich jetzt auf seinen Geruchssinn verlassen. Dadurch, dass wir beide das Ganze ausprobiert haben, ist uns aufgefallen, dass es sowohl Spiele gibt, die mehr Vorbereitung brauchen, wie die Schatzsuche, und Spiele, die weniger Vorbereitung brauchen, wie der Hundeninja. Es sollte also für jeden Hund und für jeden Besitzer etwas dabei sein, was ihm Spaß macht. Alles in allem haben wir nichts zu meckern an der App. Wir und die Hunde hatten einen Riesenspaß und werden die App auch weiterhin nutzen. Wir können sie euch also nur wärmstens empfehlen.